Der Iran hat einen Störfall in seiner unterirdischen Atomanlage Natanz als Akt des Nuklearterrorismus bezeichnet. In Natanz stehen Zentrifugen zur Urananreicherung. Die Anlage ist der Schlüssel zum Urananreicherungsprogramm des Iran. Gerade waren neue Zentrifugen in Betrieb genommen worden. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation hielt sich in einer Erklärung im staatlichen Fernsehen mit direkten Schuldzuweisungen zurück. Bisher hat niemand die Verantwortung für den vermeintlichen Sabotageakt übernommen. Israelische Medien allerdings behaupten, die Cyberattacke sei von Israel verübt worden. Natanz war bereits häufiger Ziel von Sabotageakten. Israel will um jeden Preis verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen gelangt. 2010 zerstörte der Stuxnet-Computervirus über 1000 Zentrifugen. Die Cyberattacke wird ebenfalls Israel und den USA zugeschrieben. Der neue Natanz-Vorfall beeinflusst die gerade laufenden zur Wiederbelebung des Atomabkommens in Wien. Die Rückkehr der USA und des Irans zu den Vereinbarungen von 2015, die der ehemalige US-Präsident Donald Trump 2018 aufgekündigt hatte.